Das BAföG-Gesetz hat sich geändert und da gibt es einige Dinge, die solltest du wissen. Wenn du jetzt überlegst, den Industriemeister zu machen und überlegst dann, wie soll ich das Ganze finanzieren, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es eine, die nennt sich ja BAföG. Früher sagten wir Meister BAföG dazu, heute heißt das AFBG, Aufstiegsfortbildungsgesetz. Und gerade bei uns ist aufgefallen, dass sehr viele Interessenten anrufen und sehr begeistert sind und sagen, ja, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das finanzieren soll. Also was uns auffällt, dass da erhebliche Wissenslücken zum Thema BAföG vorliegen. Und deswegen dieses Video hier, um dir nochmal einiges zum Thema BAföG zu sagen. Wie funktioniert das? Und wir wollen auch mit ein paar Mythen aufräumen, das heißt ein paar Dinge, die irgendwie noch in der Gesellschaft so rumgehen, aber das stimmt nicht mehr so. Und zwar hat sich das BAföG-Gesetz geändert zum 1. August 2020. Jetzt kannst du sagen, ja, wir haben 2023, das ist ja gar nicht letztens gewesen, das ist ja schon 3 Jahre her. Ja, aber trotzdem gehen irgendwie noch die Mythen rum zum Thema BAföG. Also, wer kann AFBG beziehen? Fangen wir damit an. Ja, jeder, der einen Abschluss machen möchte, dazu gibt es dann 3 verschiedene Stufen. Hierzu habe ich dir mal einen Flyer mitgebracht. Hier steht Aufstiegs-BAföG und hier gibt es 3 verschiedene Stufen. Wer kann BAföG bekommen? Da steht diese 3 Fortbildungsstufen, geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional. Wenn du einen Industriemeister Metall machen möchtest, ist das ein Bachelor Professional. Ja? Das ist genau diese Qualifikation. Wenn du einen Handwerksmeister machen möchtest, dann bist du grundsätzlich auf unserem Kanal falsch. Wir berichten immer über Industriemeister, aber Handwerksmeister, Industriemeister, die bekommen BAföG. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen 2 verschiedenen Dingen. Das eine ist, du machst eine Teilzeitschule, du machst Abendschule. Ja? Das andere ist, das andere Modell ist, du kündigst deinen Job oder wirst freigestellt, bekommst kein Gehalt, dann kannst du auch BAföG für den Unterhalt bekommen, ja, für den Lebenshaltungskosten. Ja. Wir konzentrieren uns in dem heutigen Video auf das Modell Teilzeit. Das heißt, du gehst voll weiter arbeiten und beziehst Entgelt von deinem Arbeitgeber und willst jetzt einen Kurs finanzieren. So. Was sagt denn dieses AFBG? Hier steht drin, in diesem Gesetz, das ist erstmal der Flyer, das Gesetz zeige ich dir gleich, dass du deine Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, wichtig, auch die Prüfungsgebühren kann man fördern, und du bekommst einmalig in deinem Leben bis zu 15.000 Euro Förderung. Wenn du vorher schon mal in deinem Leben BAföG hattest, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, um da sicher zu gehen, sprich mit deinem zuständigen BAföG-Amt. Aber hier steht, bis zu 15.000 Euro bekommst du. Ja? Das heißt, du kannst erst ein Bachelor Professional machen, dann Master Professional beispielsweise. Wie ist das mit dem BAföG? Du bekommst einen Zuschuss von 50%. Die Hälfte von deinen Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden gefördert. Und dabei geht es nicht darum, ob du den Meisterbrief abgibst. Das, was die von dir wollen, das, was die von dir erwarten, das steht im Gesetz und das schauen wir uns mal an. Hier haben wir das AFBG, Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Und hier gibt es ein Thema, das heißt regelmäßige Teilnahme. Beziehungsweise gibt es einen Paragraphen 16 zum Thema Rückzahlungspflicht. Du musst das BAföG grundsätzlich nicht zurückzahlen. Es sei denn, und jetzt gehen wir auf Rückzahlungspflicht, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Das, was hier, ich gehe nur ein paar Stichpunkte ein. Voraussetzung für den Unterhaltsbeitrag. Das heißt, das ist das Modell Vollzeit. Wenn du Unterhalt bekommst, weil du nicht arbeiten gehst, dann muss es da ein paar Voraussetzungen geben. Wenn sich das ändert, dann hast du da ein Problem. So, dann musst du es zurückzahlen. Aber wir bleiben beim Teilzeitmodell. Das ist ein Bewilligungsbescheid. Hier, Teilnehmer den Nachweis. Du musst einen Nachweis erbringen. Du musst eine gewisse Anwesenheitsquote erreichen im Unterricht. Und das ist dem AFBG wichtig. Dem AFBG ist nicht wichtig, ob du 1, 2, 3 Versuche, 100 Versuche oder es gar nicht schaffst. Darum geht es nicht. Dem AFBG ist wichtig, Kurs- und Lehrgangsgebühren und du musst am Lehrgang teilnehmen mit einer Anwesenheitsquote von 70%. Das ist wichtig. Wo stehen die 70%? Die schauen wir uns jetzt nochmal an. Die stehen nämlich hier auch. Paragraf 9, regelmäßige Teilnahme. Und hier steht 70%. Genau hier steht 70%. Bedeutet,
Du kannst Kurs- und Lehrgangsgebühren zur Hälfte fördern, ich gehe wieder auf den Flyer, zur Hälfte fördern mit BAföG. Die zweite Hälfte, dafür kannst du ein Darlehen nehmen. Ich nehme jetzt mal nur das Wort Darlehen, nicht Erlass. Und zwar ist das hier auch im Gesetz mit drin. Wo steht's? Änderung des Bescheids. Kreditanstalt für Wiederaufbau. Du bekommst für die zweite Hälfte, ja, du hast ja die erste Hälfte mit BAföG gefördert bekommen, für die zweite Hälfte bekommst du von der KfW-Bank ein Darlehen. Und wenn du das, wenn du jetzt deinen Meisterbrief abgibst, jetzt geht es erst ums Bestehen, wenn du den abgibst, bekommst du die Hälfte von deinem Darlehen nochmal erlassen. Ja, das ist das hier, Darlehenserlass 50%. Solltest du dich selbstständig machen danach mit deinem Meisterbrief, dann kriegst du sogar 100% vom Darlehen erlassen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst BAföG nicht zurückzahlen, aber du musst am Unterricht teilnehmen. Du musst mindestens 70% Anwesenheitsquote erfüllen. Was ist noch wichtig, damit du überhaupt BAföG bekommen kannst? Der Bildungsträger, mit dem du das machst, wie zum Beispiel die Bildungsfabrik, der muss zertifiziert sein. Ja? Sonst erfüllt der Bildungsträger nicht diese Voraussetzung. Normalerweise sollte es so sein, wenn du dich irgendwo erkundigst, hey, ich möchte bei dir einen Meister machen, bei euch, die werden das nicht mit BAföG werben, wenn sie keine Zertifizierung haben. Aber du kannst dann nochmal nachfragen, man braucht eine Zertifizierung. Wir beispielsweise haben eine ISO 9001 Qualitätsmanagement Zertifizierung. Lass uns noch mit einem weiteren Mythos aufräumen. Das Thema Einkommensgrenze. Jetzt bin ich schon auf einer guten Stelle, ich bin vielleicht schon auf einer Meisterstelle, muss den Meisterbrief nur noch nachreichen und verdiene schon vielleicht meine 70.000, 80.000 Euro pro Jahr. Und meine Frau, ich bin verheiratet, die hat auch noch einen guten Job, die verdient vielleicht auch nochmal 80.000 Euro. Oh, jetzt haben wir zusammen so viel Geld, ich glaube, ich bekomme kein BAföG. Nein, BAföG ist einkommensunabhängig. Achtung, ich rede von Kurs- und Lehrgangsgebühren in der Teilzeitform. Wenn du natürlich dich das Ganze in der Vollzeitform machen möchtest und du möchtest einen Unterhalts-BAföG bekommen oder einen Anteil für deinen Unterhalt, für Lebenshaltungskosten, da wird auf dein Einkommen geschaut. Ja, da guckt man drauf, wie hoch ist denn das Einkommen der Familie. Da gibt es eine Einkommensgrenze, aber nicht in der Teilzeitform. Ja, das heißt, diese 15.000 Euro, hier nochmal eingeblendet, diese 15.000 Euro, die stehen allen zu. Das ist ein Fördervolumen, ein Fördertopf vom Staat, damit wir diesem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und wenn du jetzt überlegst, cool, jetzt kann ich das ja doch finanzieren, jetzt weiß ich ja, wie das Ganze funktioniert und du hast Interesse, bei der Bildungsfabrik den Meister zu machen, melde dich bei uns, trag dir das Kontaktformular ein und wir werden bald ein persönliches Gespräch führen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.